Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Station der Orgelrätselreise durchs Dekanat Biedenkopf-Gladenbach. Ich bin Johann Lieberknecht und stelle Ihnen heute dieses Instrument vor. Zunächst noch die Auflösung der letzten Folge. Da waren wir in der evangelischen Kirche in Wallau. Unsere heutige Orgel steht in dieser Kirche seit 1963 und wurde damals komplett durch Spenden der Gemeinde finanziert. Das waren damals 15.000 D-Mark. Gebaut wurde sie vom Orgelbauer August Hart und Sohn, einer Nachfolgefirma von Gustav Rassmann, den wir auch schon in einer der Folgen als Orgelbauer gehabt hatten. Ich spiele jetzt ein bekanntes Adventslied und beginne zunächst in einer leisen Flötenregistrierung. Jetzt nehme ich den Prinzipal 4 Fuß dazu. Und die Oktave 2 Fuß, die ist noch eine Oktave höher. Zum Schluss die Mixtur unserer Klangkrone. Heute schauen wir uns mal die Teile der Orgel an, aus denen die Töne rauskommen. Das sind natürlich die Pfeifen. Ich habe Ihnen hier auch mal zwei mitgebracht. In fast jeder Orgel gibt es Pfeifen aus Metall und Pfeifen aus Holz. In der ersten Reihe finden wir fast überall Metallpfeifen, aber dahinter gibt es noch sehr viel mehr Pfeifenreihen, in denen auch sehr viele Holzpfeifen stehen. Wir schauen uns jetzt mal eine kleine Holzpfeife an. Jede Pfeife hat einen Fuß, durch den die Luft hereinströmt, und einen Körper und hier unten eine Öffnung oder einen Schlitz. Das ist das sogenannte Labium. Hier wird die Luftsäule gebrochen und in Schwingung versetzt. Die Länge dieser Schwingung entscheidet über die Tonhöhe. Je länger also dieser Abschnitt ist, desto tiefer ist der Ton und je kürzer, desto höher ist der Ton. Diese kleine Pfeife hat also einen relativ hohen Ton. Im Innern der Orgel finden wir hier die großen Pedalpfeifen aus Holz. Sie sind vom 16-Fuß-Register, das heißt, dass die Pfeife vom tiefsten Ton ungefähr 4 bis 5 Meter hoch sein müsste. Das würde hier gar nicht reinpassen. Es gibt aber einen Trick sozusagen, um die Orgelpfeifen tiefer klingen zu lassen, als sie eigentlich von der Größe her wären. Und zwar, indem man einen Deckel obendrauf macht und dadurch die Luftsäule, die ja die Tonhöhe bestimmt, einfach doppelt so lang ist, wie die Pfeife eigentlich gebaut ist. Und dadurch spart man jede Menge Platz. Zum Schluss spiele ich noch ein Lied in voller Registrierung. Das war's für heute von hier. Wenn Sie wissen, wo diese Orgel steht, schreiben Sie uns eine E-Mail an die eingeblendete Adresse und mit ein bisschen Glück können Sie auch etwas gewinnen. Ich verabschiede mich, wünsche alles Gute und bleiben Sie musikalisch.